Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuseht. Ja, es geht wieder um Playtief. Und zwar um einen Viper Buggy. Buggy Viper. Ab 5 Jahre 42 Teile und kostet 3,99 beim Playtief. Den baue ich jetzt auf. Er hat keine Spekulationsanheftungen, sondern einfach nur das Bild hier vorne. Ja, damit man es wieder findet im Regal. Der ist auch da. Mal sehen, was der hat. Ich? Vielleicht baut er euch einen Obstkuchen oder sowas. Mal schauen. Nee, heute nicht. Obstkuchen wäre eigentlich auch mal ganz gut. Mal Teufel an der Wand. Da geht irgendwann die Tür hier hoch. Wir haben noch 3 Tage bis Weihnachten. Also ja, es hat sich ja schon jemand angekündigt, der gesagt hat, er bringt den Kuchen vorbei. Also. Ja, und dann hat dann noch jemand gefragt, ob wir Heiligabend da sind. Kuchen haben wir genug. Also. Ja. So, abgesehen vom Kuchen habe ich hier auch noch ein Playtief-Set. Ach komm. Auch aus der 399er-Serie. Wo ist der Kuchen? Der Kuchen ist in der Küche. Cool, dann wollen wir nachher mal gucken. Weh, der ist weg. Hat 62 Teile und ebenso einen Rückziehmotor wie sein Set. Wenn der Motor nicht mehr möchte, zieht er sich zurück. So, ich habe hier eine Tapete. Ich finde es gut, dass die ganzen Fahrzeuge unterschiedliche Nummern haben. Das sind von der Nummerierung hier. Ja. Alle anders, ja. So, ein Faltblatt. Ja, ihr wisst ja, das ist so wunderschön. Geht mir auch manchmal auf den Haken. Aber was will ich denn machen? Ich muss es mir anhören. Dann denke ich, euch würde es auch freuen, wenn ihr es hören dürft. War das jetzt höhnisches Gelächter? Ja. Och, Menno. Schreibt mir in die Kommentare, ob das höhnisches Gelächter war. Die Tapete von meinem Flitzer. Da ist ja doppelt so viel drauf wie bei meinen. Ich habe nur 11. Ich 22. Das ist die übliche Plakette. Ich muss mal wieder meinen. Gut, Fahrtrichtung braucht man nicht zu achten bei den Reifen. Plakette habe ich auch. Jetzt gibt er wieder an. Na, haben wir Probleme? Die Reifen. Ich dachte, der hätte sich wieder zurückgezogen. So, wenn wir im Handumdrehen, wenn wir das aufbauen, schwupp, fertig. Ja, und die sind alle im selben System aufgebaut. Wenn du 5 Stück davon aufgebaut hast, kannst du das im Schlaf. Ui. Sag nicht immer pfui. Dein Rückziehmotor ist diesmal ein Weiß. So, kommt da jetzt das Ding da wieder rein? Nee. Diesmal ohne die 2x2er Platte. Achso, der ist hinten höher. Gut, okay, alles klar. Alles klar. Wo muss ich davon ja überzeugen? Nicht, dass da hier irgendwie oder so. Also was ich bräuchte, das ist erstens mal Platz. Zweitens, mal so ein Koffer voll Zeit. Oh ja. Ach man, hör auf. So schlimm war es noch nie. Egal was ich mir vornehme, ich bereite alles vor und dann darf ich alles am nächsten Tag wieder wegpacken. Und schlafen muss man auch.
aber es macht Spaß. Sonst würde ich es nicht machen. Schlafen. Auch. Ach, das macht am meisten viel Spaß. Ach, Menno. Ja, egal. Irgendwann kriegen wir es auf die Reihe. Lass erstmal hier die Feiertage vorbei sein. Ja. Dann. Der ist schon wieder müde. Der war gestern schon müde. Und wenn ich mich ganz locker dran erinnere, auch vorgestern. Ja. Das ist der jeden Tag Müdling. Kommt auch hier oben drauf. Na, aber hallo. Ja. Nicht so hastig. Dann wird's auch was. Angriff. Oh, du. Auf dem glatten Fläche hier, du, da wird er wahrscheinlich gut abgehen. So, ich habe meinen fertig. Schön, ist in Ordnung. Für 3,99 €. Ja. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, auch wenn es nur 42 Teile sind. Vor allem die Masse an überschüssigen Teilen, die ist enorm. Also 6 Kilo habe ich über. Jo. Hochachtung, das so hinzukriegen. Ja. Dass nichts fehlt und alles dabei ist. Ja, hört sich gut an. Dann stell mal vor. Ja, ein grüner Flitzer. Auch bei mir eine super Anleitung. Ja. Und geht locker von der Hand. Ja. Ein wirklich schöner grüner Flitzer. Grün-blau. Mit ein bisschen schwarz.
Ja, die Scheiben sind getönt. Ja, rundherum. Hier in Deutschland verboten. Ein paar Lichter. Ich finde das Auto sieht genial aus. Mal gucken, wie es fährt. Für die Kiddies hier zum Spielen. Auf jeden Fall. Da brauchst du gar nicht viel. Nee. Die Dinger sind geil. Wahnsinn. Also Rückzugmotoren sind wirklich genial. Die zumindest. Ja. Es gibt ja auch welche, die ganz in die Tonne kloppen. Der Buggy sieht auch herrlich aus. Ja, ein Buggy. Genau. Ja, man kann jetzt hergehen und kann sagen, okay, ich tue den verfeinern. Ja, dann greift er in eure Kisten und baut dann eben halt Glasscheiben rein und das und dies und jenes. Ja, Überrollbügel. Mit dem Motoren kann man einiges anstellen. Auf jeden Fall. Sind wir jetzt nochmal nach vorne gehauen hat. Ja, ich würde dann doch mal sagen, schreibt uns in die Kommentare, was ihr von diesen kleinen Flitzern für 4 Euro haltet. Ich finde sie lustig. Als Mitbringsel für die Kiddies, oh, hau ab. Ja, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, sie sind in den Läden noch verfügbar beim Lidl. Denn Tante, Oma oder wer kommt zu Besuch? Oder der Onkel oder der Opa? Ja gut, beim Opa und beim Onkel muss er aufpassen, der spielt dann selber damit. Genau. Dann soll er sich halt 2 mitbringen, wenn da nur ein Enkel ist, ne? Ja, oder alle oder 4. Eine Nichte. Ja. Dann soll man die Leute durchzählen, dann weiß er, wie viel er mitbringen muss, damit sie dann am Küchentisch nach dem Essen spielen können. Genau. Ja. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Ja, mit Kreppband, Malerkreppband hier die Bahnen abkleben. Ja. Ein Ziel vorne hin. Das ist 5 Minuten Arbeit, nachdem man dieses Geschirr gespült hat. Weil dann gibt es Ärger mit den Chefinnen. Erst gespült, dann dürft er. Ja. Da die lange Tafel eh ausgezogen ist. Jawohl, da gibt es ja ein paar Meter. Genau. Ja. Ich find's super. Ich stelle mir das jetzt so richtig vor, wie die da stehen mit den Dingern. Verstehst du? Jeder so ein Apparat in der Hand. Jeder einen festgelegten Anlauf. Ja, einfach nur einen Strich vorne hin machen. Ne? Von da aus bis zum Ende der Theke, sag ich schon, der Tafel darfst du ziehen und dann loslassen. Vorne. Ja. Hammer hat. Alles klar. Wenn das mal einer zu Hause nachgemacht hat, in der Family, schreibt uns in die Kommentare. Ich will's wissen. Vor allen Dingen auch, wer gewonnen hat. Die Chefin nach dem Spülen. Gedoppt mit Seife. Ja. Die hat die Bahnen eingeseift. Okay, Leute, Spaß beiseite. Da kann man noch viel mehr mitmachen. Draußen im Garten, auf dem Tisch hier, überall, auch auf dem Boden. Ja. Auch wenn es Laminat ist, da könnt ihr richtig Gas geben. Bei dem Teppich nicht so. Ja. Ja. Das ist halt das Nachteil an unserer Matte. Der macht nichts. Ich bin froh, dass er da ist. Aber ich glaube, die Dinge werden sonst abgehoben. Okay, Leute. Wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Habt ihr das schon mal gemacht? So kleine Rennen gefahren? Mit einem kleinen Bruder oder mit einem Neffen und so? Würde mich interessieren. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Abonniert uns, wenn ihr es noch nicht habt. Wir würden uns freuen. Und das war's für heute. Und wir verabschieden uns mit. Baut auch so schöne Sachen. Das muss nicht teuer sein. Spaß muss es machen. Und wenn es die Oma und den Opa noch vom Hocker reißt, gibt es für mich einen doppelten Daumen. Auf jeden Fall. So, wir sehen uns im nächsten Video. Tschöne. Tschö.